Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung sind wir im Westen Kanadas zu Gast. Ausgangspunkt unserer Reise ist Vancouver, die Stadt am Pazifik, Olympiastadt des Jahres 2010. Wir fahren durch traumhafte Gegenden, allerdings gibt es hier keinen regelmäßigen Personenverkehr mehr, dafür jede Menge Güterzüge, lange Güterzüge. Der längste, den wir gesehen haben, war mehr als 4,5 Kilometer lang. Kanada. Ein Land auch der Bahnsuperlative. Güterzüge mit bis zu 100 Waggons. Die Bahnstrecke angepasst an die gewaltige Landschaft. Hier ist er noch wild, der Westen. Minutenlang rollt die Zuglawine durch den White Canyon und scheint kein Ende zu nehmen. Dies ist die Strecke der transkontinentalen kanadischen Eisenbahn. Im äußersten Südwesten Kanadas, in der Provinz British Columbia, liegt Vancouver. Hier, nahe der Grenze zu Amerika, starten zwei Bahnstrecken. Sie führen am Hell's Gate entlang, über die Cisco-Brücken und durch den White Canyon. Es sind die Strecken dieser mächtigen Güterzüge quer durch Kanada. In Vancouver startet täglich allerdings auch ein Touristenzug, der Whistler Mountaineer. Er fährt über Squamish hinauf in die Berge nach Whistler. Dieselbetrieben, in Weiß und Blau, so präsentiert er sich. Der Whistler Mountaineer. Auf seiner Fahrt von den Bergen hinab ans Meer nach Vancouver begegnen wir ihm zum ersten Mal. Modern gestaltet ist dieser Zug. Salopp gesagt, ein junger Hüpfer. Denn erst seit 2006 erschließt er Kanadas Westen. Reich an Bahnerfahrung ist dagegen dieser historische Wagen, ein Aussichtswagen aus dem Jahre 1914. Der Blick aus dem offenen Wagen fällt auf Lions Gate. Diese Hängebrücke ist Vancouvers Wahrzeichen und das seit 70 Jahren. In Nord-Vancouver hat der Zug seinen Ausgangs- und seinen Endpunkt. Außer einem hölzernen Unterstand gibt's hier nichts. Einen Bahnhof sucht man vergeblich. Warum auch? Wir sind mitten im Containerbahnhof von Vancouver. Was hier verschoben wird, ist gewaltig. In Vancouver haben die kilometerlangen Güterzüge ihr Ziel erreicht. Es sind die Züge der CN, der Canadian National Railway. Sie ist die größte kanadische transkontinentale Bahngesellschaft. Während des Rangiergeschäftes der Güterzüge ist der Whistler Mountaineer hier kurz zu Gast. Bei Ankunft und Abfahrt. An einem eigens für ihn reservierten Bahnsteig werden die Passagiere zwar nicht mit dem roten Teppich, aber dennoch stilvoll empfangen und verabschiedet. Dies geschieht einmal am Tag. Dann herrscht hier ein kosmopolitisches Getümmel. Jessica erzählt, dass die Fahrgäste aus der ganzen Welt kommen. Aus Japan, aus Amerika, aus England, viele aus Europa und Australien. Es ist ein breit gefächertes Völkchen im Zug. Neben dem Bahnsteig stehen Busse bereit. Morgens bringen sie die Fahrgäste hierher, wenn der Zug nach Whistler abfährt. Und am späten Nachmittag, wenn er wieder zurück ist, geht's nach Vancouver Downtown.
Sie gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Vancouver ist eine Metropole am Meer. Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2010. Und Vancouver ist auch das pazifische Tor Kanadas in Richtung Asien. Von den Coast Mountains, den Küstenbergen umgeben und vom Pazifik umspült. Vancouver ist eine junge Stadt. Erst 1886 hat sie diesen Titel erhalten. Vor der Besiedlung war es das Gebiet der Indianer. Zum Schutz vor bösen Geistern, zur Ehre der Toten, Prestigesymbol und Familienwappen. Diese Totem- oder Wappenpfähle stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, als hier an der Nordwestküste die Indianerstämme noch ihr traditionelles Leben führen konnten. Zeugnis englischer Kultur ist diese Dampfuhr. An das Fernwärmenetz angeschlossen, erinnert sie alle Viertelstunde an die britische Heimat. Big Ben im Kleinformat. Für den englischen Kapitän George Vancouver wäre diese Skyline wohl unvorstellbar gewesen. 1792 war er auf der Suche nach der Nordwestpassage. Dass Vancouver nur knappe 100 Jahre später zur Handelsmetropole wird, dafür sorgt vor allem die Canadian Pacific Railway, die erste Eisenbahngesellschaft, die Vancouver 1887 erreicht. Und zu dieser ersten transkontinentalen Strecke der Canadian Pacific Railway gehört die Cisco-Brücke Nummer 1. Von 1885. Ein kilometerlanger Güterzug ist hier auf seinem Weg nach Osten. Durch ganz Kanada und bis nach Amerika werden Dutzende Frachtcontainer doppelstöckig und Huckepack auf der Schiene transportiert. An gleicher Stelle überspannt die Cisco-Brücke Nummer 2 den Fluss und die Strecke der Canadian Pacific Railway. Auf der oberen Brücke, die 1915 gebaut wurde, rollen die Güterzüge der Canadian National Railway in Richtung Westen. '18 gegründet wurde die Canadian National Railway zur größten Konkurrentin der Canadian Pacific Railway. Um einen Eindruck dieser endlosen rollenden Güterkette zu bekommen, haben wir die Fahrt etwas beschleunigt. Diese Engstelle im Fraser Canyon erinnert an eine Zeit, als der Goldene Westen vielversprechend war. Der Lockruf des Goldes nach Land und Zukunft bringt den Bau der Eisenbahn mit sich. Im Wilden Westen herrscht das Bahnbaufieber. Im November 1885 wird der letzte Schienennagel der Canadian Pacific Railway eingeschlagen. Die ersten Bahnhofshotels entstehen, wie hier in Sycamas, an dieser transkontinentalen Bahnstrecke. Mit der Eisenbahn kommen Minenarbeiter, Goldsucher, Missionare, Pelzhändler, Holzfäller, Pioniere aller Couleur in den Wilden Westen. Einwanderer auf der Suche nach dem Glück. Ihr Hab und Gut auf einem Ochsenwagen, kaum Geld, aber umso mehr Hoffnung im Gepäck. An den Goldrausch vergangener Tage erinnern diese Zelte. Allerdings ist dieser Pioniergeist längst verflogen, die Stimmung eine ganz andere. Die Zelte dienen als Hotelunterkünfte.
Sie liegen in direkter Nähe zur Bahnstrecke, die hier in der Weißen Schlucht im White Canyon am Thompson River entlang führt. An seiner Nordflanke fahren die Züge westwärts. Nach Osten sind sie auf der gegenüberliegenden Flussseite unterwegs. Sie erinnern sich, die Bahngesellschaften waren Konkurrenten. Was hier transportiert wird, sind allerdings nur noch Güter. Einen regelmäßigen Personenverkehr gibt es nicht mehr. Der führt im Westen Kanadas eher ein kümmerliches Dasein. Ab und zu rollt hier noch ein Touristenzug durch. Leider ist uns aber keiner vor die Linse gefahren. Doch was könnte den Anblick dieser Güterzuggiganten schon noch steigern? Bilder vom kanadischen Westen, beinahe wie im Spielfilm. Einem Drehbuch entsprungen könnte diese Geschichte sein. Die Geschichte von Rosie. 100 Kilometer weit wurde sie durch die knochenbrechenden Wassermassen des Fraser Canyons gespült. Rosie war eine Woche lang verschollen, dann fand man sie völlig unversehrt auf einem Felsen stehend. Sie hat die Pforte der Hölle, die Hell's Gate, überlebt. Nach ihrer Rettung stand sie wieder auf der Wiese. Rosie war eine Kuh. 35 Meter ist es breit, dieses Tor zur Hölle. Hier schießen rund 800 Millionen Liter Wasser in der Minute durch das enge Felsental. Eine Seilbahn überspannt die 200 Meter tiefe Schlucht, Bahnblicke inklusive. Auch hier wieder, Sie werden es schon ahnen, gibt es eine Strecke rechts und eine links vom Fluss. Heute ist Hell's Gate ein kurzer Ausflugsstopp am längsten Fluss in British Columbia. Vor dem Bau der Eisenbahn und den Straßen war der Fraser die Hauptroute in den Westen. Auf ihm kamen die ersten weißen Siedler in diese britische Kronkolonie mitten im Indianergebiet. Er erkundete der Pelzhändler und Abenteurer Simon Fraser den nach ihm benannten Flusslauf. Indianer warnten ihn vor Engstellen und Stromschnellen. Etwas kürzer als der Fraser ist dieser Fluss und auch dieser Zug. Hier treffen wir ihn zum zweiten Mal, den Whistler Mountaineer am Chickamauga River. Und benannt wurde er nach ihm, dem Whistler Mountain. Inklusive Sommerskipisten ist dieses Küstengebirge eines der angesagtesten Skigebiete in Nordamerika. Ein großer Skizirkus, ein winziger Bahnhof. Unweit ist seine Haltestelle. Hier könnte es noch etwas stilvoller werden. Die Bahngesellschaft baut wohl auf die Zukunft, denn
2010 werden Vancouver und Whistler Austragungsorte der Olympischen Winterspiele sein. Dann ist der Zug die beste Möglichkeit, um die vielen Leute hierher nach Whistler zu bringen. Das muss man einfach nutzen. Und dann noch diese fantastische Landschaft. Und da hat Whistler einiges zu bieten. Wie hier, die Weltcup-Strecke, benannt nach Crazy Canuck, dem verrückten Kanadier Dave Murray. Er hat vor 25 Jahren begonnen, hier die weltbesten Skilehrer zu versammeln. Seine Camps wurden legendär. Die Region um Whistler erlangte Weltruf. Erst 1962 begann hier der Skitourismus. Mittlerweile präsentiert sich dieser junge Ort ganzjährig im alpenländischen Stil à la Kanada. Am Nachmittag steht der Whistler Mountaineer für seine Rückfahrt nach Vancouver bereit. 3 Stunden wird diese Fahrt dauern, mit dem Service kanadischer Aufmerksamkeit. Und die kann man zwischen April und Oktober erfahren. Dann pendelt der Whistler Mountaineer einmal am Tag from sea to sky, vom Meer in den Himmel und wieder hinab. Der Whistler Mountaineer folgt einer Bahnstrecke, von der es einstmals hieß, sie führe von nirgendwo nach nirgendwo. Ein wenig trifft das heute noch zu. Nur Squamish und Vancouver sind größere Städte an der 120 Kilometer langen Strecke. Dieses westliche Nirgendwo wurde 1912 erschlossen, von der Pacific Great Eastern Railway. Der Whistler Mountaineer befährt den südlichen Teil dieser Strecke. Mit allem Komfort ausgestattet, führt die Fahrt im Glacier Dome gerade zwar nicht an Gletschern vorbei, sondern dem Chicamos Canyon folgend bergab. Und auch bei dieser Fahrt gibt es Eisenbahngeschichten aus der Zeit, als dieses Nirgendwo gerade erst erschlossen wurde. Der Zug verlangsamt seine Fahrt und hier hört man von den 2 Landvermessern, die sich im Auftrag der Eisenbahngesellschaft durch die Wildnis kämpften. An dieser Schlucht gerieten sie in Streit über ihre Tiefe. Und dann zeigt er sich wieder, der wilde Westen. Die 2 Landvermesser haben gewettet, Brandy gegen Wein. So kam die Schlucht zu ihrem Namen. Die 62 Meter tiefen Wasserfälle heißen seitdem Brandywine Falls. Wir sind zurück in der Zivilisation. Güterwaggons der Canadian National, vormals British Columbia Rail. Und wer was über Eisenbahngeschichte wissen möchte, ist hier richtig. Im West Coast Railway Heritage Park in Squamish. Seit 1995 gibt es dieses Museum und es erscheint, als wäre alles noch in Betrieb. Dieser Bahnhof ist heute das Empfangsgebäude.
Es sieht aus, als wäre er an die 100 Jahre alt. Er entspricht dem ersten Bahnhof der Pacific Great Eastern Railway in Squamish. Aber er stammt von 1998. Wir nahmen die alten Pläne der PGE-Eisenbahn, gaben sie dem Architekten und sagten, wir wollen genau diesen Bahnhof haben. So wie er um 1912, 1915 hier in Squamish gebaut wurde. Und hier am neuen, alten Bahnhof beginnt die Tour durch den Eisenbahnpark, in dem auch ganze Lebensgeschichten gesammelt wurden. Wallace Audley führt uns in ein Haus aus dem Jahr 1937. Hier lebte Harry Brightbill, Schaffner bei der kanadischen Eisenbahn. Harry war Zeit seines Lebens bei der Pacific Great Eastern Railway im Dienst und ging 1953 in den Ruhestand. Harry lebte hier zusammen mit seiner Frau und drei Töchtern. Kanadischer Lebensstil um 1937. Der Wilde Westen liegt außerhalb der Haustüre. Hier hat Harry gearbeitet. Alles, was man halt noch so tun musste als Schaffner bei der Eisenbahn. Das Zimmer ist klein. Ja, das ganze Haus. Damals war es kalt und es gab keine Zentralheizung. Hier geht's zum Bad. Das Badezimmer ist auch sehr klein. Werf doch mal einen Blick rein. Harrys Frau ist wohl beim Einkaufen, die Kinder in der Schule und er selbst kontrolliert die Fahrkarten auf der Strecke nach Whistler, als hätten sie gerade erst am Morgen das Haus verlassen. Jetzt sind wir in der Küche. Ein Holzofen, ganz typisch für diese Zeit in Kanada. Ein Waschbecken, ein kleiner Küchentisch mit den Dingen, die Harrys Frau brauchte, um die Familie zu ernähren. Und ein Kühlschrank. Jeden Morgen wurde das Eis geliefert, um das Essen über den Tag kühl zu halten. Die Vorratskammer mit den Waschgeräten aus jener Zeit. So sah es also aus bei Mrs. und Mr. Brightbill. Ihr Leben hinter dem Eisenbahnalltag. Quer durch die Bahnjahrzehnte führt auch die umfangreiche Sammlung von Eisenbahnfahrzeugen aller Art. Lokomotiven, Wagen, Traktoren warten auf ihre Aufarbeitung. Denn ein Ziel ist natürlich, die Fahrzeuge am Laufen zu halten. Bei diesem hier ist der Kessel gerade kalt. Aber es ist das betriebsfähige Highlight des Museums. 1960 wurden diese Loktypen durch Diesel ersetzt. Gefahren sind sie quer durch Kanada, unter der Regie der Canadian Pacific Railway. Es ist eine Royal Hudson, eine der schönsten Schnellzuglokomotiven der Welt. Gebaut 1940 von der Lokomotivwerkstatt Montreal. This steam engine is sie ist eine Hudson-Class-Lokomotive. 40 Stück wurden zwischen 1920 und 40 gebaut. Sie ist eine der jüngeren mit der Betriebsnummer 2860. Lok 2850 fuhr König George VI. Und Queen Elizabeth von England 1938 rund 6000 Meilen durch Kanada. Die Lok machte keine Probleme. Und so ernannte der König diese Lokomotiven zu Royals. 5 sind noch erhalten. Sie ist die einzige, die noch fährt. Nach dem Ende der Dampflokzeit begann 1974 ihr zweites Lokomotivleben in British Columbia.
Fünfmal die Woche zog sie los für einen Rundtrip von Vancouver nach Squamish bis 1999. Dann gab es eine reparaturbedingte Pause, doch seit 2006 ist sie wieder zurück. Auf dieser Fahrt hängt die Royal Hudson vor dem Zug und an der Spitze. Eine Dampflok aus dem Jahr 1912, gebaut ebenfalls für die Canadian Pacific Railway. Die Royal Hudson ist übrigens ölgefeuert. . 2010 soll die Lok dann auch alle Ehre erhalten und bei den Olympischen Winterspielen zwischen Vancouver und Whistler ein großes Publikum erfreuen. Hier geht unser kurzer Ausflug unter Dampf zu Ende, um auch gleich wieder woanders zuzusteigen. In diesen Business Car. Dieses Fahrgestell stammt noch von 1890. Der Wagen wurde umgebaut in ein rollendes Büro für die Führungskräfte der Eisenbahn. Die Wände sind mit Mahagoni getäfelt. Und nun kommen wir in das erste Klasse Schlafabteil. Das war für die Chefs der Eisenbahn reserviert. Mit eigenem Waschbecken und einem komfortablen Bett. Das ist das Sekretärsabteil mit einem Sitzplatz und hier oben ein ausklappbares Bett. Sogar ein kleines Waschbecken ist hier untergebracht. Natürlich gab es im Zug auch einen Steward, der die Passagiere betreute. Und hier in der Zugküche hat er die Mahlzeiten und Getränke während der Fahrt durch ganz Kanada zubereitet. Na dann, guten Appetit. Ein paar Maßstäbe kleiner führt uns eine Diesellok der BC Rail, der British Columbia Rail, auf einer letzten Runde durch den Museumsbahnpark. Einiges wartet hier noch auf Wiederbelebung. Aber genau das haben sie sich ja zum Ziel gesetzt. Der West Coast Railway Heritage Park in Squamish bereitet Vergnügen, bietet was fürs Auge und eröffnet einen lebendigen Einblick in Kanadas Eisenbahngeschichte. Kurz nach Squamish ist der Whistler Mountaineer wieder auf Meereshöhe angelangt. Der Howe Sound am Pazifik. Viermal in der Woche fahre ich hier, also 90 Mal in der Saison. Langweilig wird mir nie. Jeden Tag sehe ich etwas Neues. Es ist großartig. Und im offenen Aussichtswagen, der übrigens eine Leihgabe des Eisenbahnmuseums ist, genießt man einen wunderbaren Ausblick. From sea to sky. Vom Meer in den Himmel. Im Augenblick geht es gerade andersherum. Vom Himmel ans Meer. Und Vancouver empfängt den Zug. Hier heißt es Abschied nehmen von der Eisenbahn in Kanadas nicht mehr ganz so wildem Westen.